Herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich mache eine kurze. Das interessiert mich jetzt hier ein bisschen. Mal gucken, ob hier noch Leute rumschwirren. Da ist einer. Da ist einer. Wir durchsuchen jetzt das ganze Boot hier. Weil hier ist bestimmt doch jede Menge Zeug. Ich hoffe nur, dass ich hier keiner auf den Sack kriege. Mal hier, jetzt geht's mal von hier oben. Hier können wir erstmal. Fangen wir erstmal an hier. Okay. Hier ist eine Tür. Öffnen, fehlgeschlagen. Benutzen. Nach dem Smasher. Feindliches Gebiet. Gut, jetzt gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier hoch. Z. Backbier. Backbier, der hat auch irgendwie irgendwo alles mit zu tun, ne, mit den Leuten. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist wohl nichts mehr vorhanden. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Lass uns die Wichser platt machen. Hallo. Ach. Grace. Ja. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorian 3516. Eindeutig. Erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Du willst spielen? Mit mir? Na los! Komm doch her! Hä, der ist ja schon tot. Flugbahnanalyse. Okay. Nimm die Waffe. Ach Mann. Ich glaube, die gehört dir nicht. Schon lange. Ich glaube, die gehört dir nicht. Grayson. Echt jetzt, Rogue? Sind wir zwar nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Ich könnte dir einfach den Schädel zertrümmern. Ich könnte dir den Schädel zertrümmern, weißt du? Könntest immer noch reden. Zumindest für eine Weile. Ich rede doch gern mit dir. Hast du dich nie gefragt, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Was labert der da? Der will dich nur verwirren. Meint, er kann sich aus der Sache rauswinden. Wo ist Smasher jetzt? Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße! Allerdings, so weit hoch kommt ihr nie im Leben. Ihr kommt nicht an ihn ran. Aber macht euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du Wichser, wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte,
Er vertraut mir nicht. Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tue ich nicht, sondern für Silverhand und was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller? Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Oh Gott. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silber. Das reicht. Mach den Fucker fertig. Das endlich. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand. Den magst du doch, oder? Hab da noch was. Wird das noch was? Heute ist dein Glückstag. Wirst du etwa weich wie... Das, was ich meinte, ist in dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm! Gott verdammt! Tja. Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Keine Spur. Kein Nichts. Fuck weh. Sag ihr. Johnny sagt, du kriegst ihn noch. Ach ja? Dann sag ihm. Fuck. Ich kann nicht mal richtig mit ihm reden. Smasher. Oh, fuck. Du verstehst es nicht. Es geht nicht um Smasher. Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Ach, der ruckelt, ey. Was ist los? Ich bin weg, wie? Lass sie einfach, wie. Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich suche die Steuertafel. Wir waren ja schon da im Prinzip. Der lebt ja noch. Leben tut er noch. Ich gucke jetzt erstmal. War jetzt irgendwas hier? Aber Rhodey hat irgendwas, warum sie noch lebt. Das stimmt. Die lebt noch. Ja, da ist irgendwas gelaufen. Das ist ja die Frage, warum lebte sie noch? Sie müsste ja auch schon längst tot sein da, ne? Bei dem ganzen Bohabo. Mal gerade hier. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch was. Spiel die Datei ab hier. Mach doch. Too short to be slow.
Oh. Hier liegt ja voll die Frau. Heftig, weil das ist das auch eine Anspielung für den Film. Weil es sind ein paar Sachen. Sonst ein paar Anspielungen seiner Filme. Hab ich gehört, hab ich gelesen. Okay, gehen wir hier weiter. Willkommen zu dem neuesten aus aller Welt mit N54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visum. Wir haben auch alles schon, ne? Da kommen wir nicht hin. Dann gehen wir mal zu dem Teil mal hin. Das war hier hinten. Senke den Kran. Habe ich irgendwas gehabt, wo wir die Tür mit öffnen können? Senke den Kran. Ja gut, dann müssen wir mal doch mal hier entlang gehen. Okay. Steuerung. Geil. Da ist es. Tut mir leid, dass er ruckelt. Ich habe keine Ahnung, warum der das jetzt im Moment so macht. Ich komme nicht runter, ne? Der ruckelt so blöd. Na, gucken wir mal, was da ist. Aber ich muss jetzt vorsichtig, ich muss vorher noch speichern. Oh, fuck! Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ein Auto. Mal sehen, was wir hier haben. Auto. Da ist ein Auto drin. Nimm die Plane runter. Warum? Warum ruckelt der? Entschuldigung, ey. Dann muss man halt. Die Folge muss ich leider mal. Das ist naja. Okay. Mein Auto. Spring rein. Ich lass dich sogar an Steuer. Haben wir jetzt eigentlich alles genommen, was wir da hatten? Na gut. Schnurrt wie eine Katze. Wie gibt es denn? Okay, jetzt würde ich gern wissen, wo die Wichser mich abgeladen haben. Geil. Ich weiß nicht, dass das zwischen dir und Russland todernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer krepiert. Überaus romantisch. Klingt jedenfalls nach dir. Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Musik in meinem Fall. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Nicht mehr weit.
Schlimmer als ich dachte. Was ein scheiß Auto. Okay, muss hier irgendwo sein. Ich glaube, jetzt kriegen wir Silber als Hands Arm. Rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Ach, das ist es also. Hier ist absolut nichts. Was hast du erwartet? Grabstein? Blumen? Nein, weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Irgendwas. Du willst leere symbolische Gesten? Scheinbar schon. Dachte, ich würde eine Art Ende fühlen. Als würde ich den alten Silverhand verabschieden und den neuen begrüßen. Und was fühlst du? Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich noch in Mikoshi. Ach, Mensch. Dann mache ich das eben. Jetzt besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab, was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Rastloser Rockerboy, Legende von Night City, Terrorist und Riesenarschloch. Der Typ, der mir das Leben gerettet hat. Worauf wartest du denn? Legende von Night City. Klingt gut, aber was heißt das schon? Was habe ich denn erreicht? Pickelgesichtern Chip in N entgegenzuschmettern? Du hast ihnen Hoffnung gegeben, jetzt jammerst du aber. Was ist denn los mit dir? Du hast den Kids Hoffnung gegeben, dass Geld nicht alles kaufen kann. Ich weiß noch, was ich auf der Bühne dachte. Wenn jeder für seine Ideale stirbt, ist es das wert. Aber wenn ich dich so ansehe... Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. War nicht leicht, aber wir haben es gemeistert. Nein, du hast es versaut, Johnny, du musst hier echt die Spannung ziehen. War nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Tja, du warst am Anfang ein Riesenarsch. Schade, dass wir nie so geredet haben. Schade, dass wir vorher nicht so geredet haben. Hätte alles erleichtert. Es gab nie den richtigen Moment. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister. Ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts um Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Als du meintest, du hast Freunde, hast du immer noch das Gefühl, du kriegst keine Luft. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue? Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät, zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher, nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Da bist du längst. Diese Smasher-Sache geht ihr nahe. Die Smasher-Sache geht ihr echt nahe. So kann das nicht enden. Ja, du hast recht. Sie war komisch. Ja. Rede mit ihr.
Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Das hatte ich vergessen. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, V. Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Ihr müsstet doch irgendwo dann... Und hier soll der drunter sein? Ladet ihr ein Date ein. Ist aber nichts. Oder hab ich hier irgendwas? Irgendwas noch? Nee. Okay. Wie? Johnny will mit dir ausgehen. Was hältst du davon? Frag mich das, Johnny. Oder du? Johnny natürlich. Du hast doch gesagt, du kannst uns gut auseinanderhalten. Okay. Und wohin wollen wir? Wohin willst du denn? Silver Pixel Cloud in North Oak. Okay, ich komme zum Afterlife und hol dich ab. Ho, 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 ho. Aber ich habe sie wieder zu viel dabei. Momentchen, ich mach mal gerade Pause. Warte. Z. Ich muss mal gerade auf Nachrichten. Dich klettert hier. Oh, ich hatte fast vergessen. Komm abends vorbei. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Pass auf, ich bin nämlich jetzt zu schwer. Das müssen wir gerade gucken. Ich mach mal gerade Pause. Okay, ich guck mal, dass ich verkaufen kann. Ich gehe jetzt mal ein bisschen langsam zum Auto. Springen kann ich doch, ne? Ja. Ja, aber nicht mehr so hoch. Doch. Okay, dann ich habe jetzt mal Verkaufsteil mal anvisiert. Ich muss erstmal verkaufen gehen. Momentchen, erstmal verkaufen. So, das gehen wir erstmal verkaufen. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass das.
schwer. Komm, der Rest. Machen wir den kleinen. Warte mal gerade. So, hier machen wir hier erstmal. Machen wir jetzt klein hier, komm. Aber ich habe Silverhands Waffe jetzt, ne? Hier ist sie. 500 noch was. Die aber 1000, ey. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier die ganzen Sachen klein. Hier die nicht. Hier die. Ich hab was vor. Ich mach jetzt mal hier den kleinen. So, haben wir ja schon mal hier. Mit dem Herstellung. Upgrades. Das ist die von ihm. Wählen die mal ab. Inventar. Hier ist er. Null. Ich hatte doch Itemherstellung. Upgrades. Warum war die denn plötzlich weg? Wo ist sie denn? Hey, wo ist eigentlich? Warte mal. Momentchen, Inventar. Wir machen folgendes. Wir hauen die weg. Und hauen die wieder rein. Jetzt haben wir die beiden. Kann man stehen hier? 500? 600? Okay. Warte mal, jetzt. Ach, ich wollte noch. So, wir sind jetzt hier oben, sehe ich gerade. Wir sind jetzt hier oben. Aber ich will erstmal zu Rogue. Komm, wir fahren mal erstmal zu Rogue. Komm. Hat keinen Sinn. Wir fahren erstmal zu Rogue. Gucken wir mal, dass wir es ein bisschen beenden. Na, steig ein. Immer gut, dass man doch mal ein bisschen was anderes macht, ne? Welche Wagen ganz schön kriegt. Ich glaube, es wird wieder morgen. Aber eine coole Geschichte gerade wieder. Das wollte ich nur einfach wissen, ey.
hätte ich eine Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Charme. Hey, Rogue. Bereit? Ah, du schon wieder. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Du siehst... Wow! Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Bin nur der Chauffeur. Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Ist das Johnnys Porsche? Woher hast du den? Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Ja, Mann. War aber ewig nicht da. Drive-Ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. And she's not a kook. So what do you folks think? Okay, V. Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. Aber er ist ja trotzdem nicht Johnny. Rogue? Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Ja, ein bisschen langsamer. Ich weiß ja nicht, ob die noch mehr an... Wer labert? Den Kind. Was sie mit deren Gewinne, mit dem Kind machen. Ach, da ist oben das, ja, genau, da waren wir schon mal, ne? Das Ding. Das ist ja total am Arsch, das Ding. Da waren wir schon an dem Kino. Drive-in Kino. Da war ich noch gerne. Autokino, oh, da war ich so gerne früher. Oh. Da sind wir. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Okay, das Passwort habe ich. Wir gehen also wirklich ins Kino. Schalala. Gut gemacht. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alles klar. Geil. Okay, sehen wir uns den Projektor an. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal hier hinkomme. Der Eingang ist da drüben.
Guck mal, hier habe ich schon alles rausgeholt. Okay, hab den Projektor gefunden. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Gleich sehen wir's. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will nur Hintergrundrauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Ja. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Viel Spaß, ihr Verrückten. Ach, scheiße, ey. Sorry, dass es ruckelt. Keine Ahnung. Bin ja mal gespannt, was jetzt das abgeht. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. Die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja. Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Ich mag die Roachen. Klar, hab ich übrigens ins Kino gelockt, um Schuhe zu kriegen. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine viel schlechtere Version. Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Warte, kann ich speichern? Nein! Na gut. Ich würde es nicht erledigen, wie ihr mich kriegt. Und mehr Sprengsätze platzieren. Du würdest es also wieder tun. Nur besser. Hey, hey. Was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Sicher, dass es nicht wegen Grayson oder Smasher ist? Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend, enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Du schweigst nur was. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich dir... Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was. Johnny, ich verschweige dir eine ganze Menge. Aber wir haben nur diese Nacht. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue? Ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier.
Ich glaube, ich muss gleich Pause machen, wenn das so schlüpfrig wird. Wegen YouTube. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Klar. Das wäre nicht fair. Du meinst wie gegenüber? Nein, dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Okay, es wurde nicht schlüpfrig. Rogue ist weg. Ja. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sag mir nicht warum. Was vermutest du? Vielleicht liegt an dir. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Ich hab's so gemacht und lass es so sein. Tja. Trifft Johnny am noch so ein Schild. Okay, das ist jetzt hier. Na gut, sollen wir mal ein Auto holen. Weil, egal was ich gemacht hätte, die hätte es so, wäre es so immer gelaufen. Also ich habe erschrocken, ne? Lukas. Ich bin gespannt, was sie ist. Oh. Hier ist gut.
Also, warum sind wir genau hier? Hab gehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Wo hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Screamsheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst du nicht dabei? Mhm. Deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich soll zu Carrie mich umsehen? Die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheet steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was? Meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle. Ja. Ich hab mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Er wollte sich umbringen, wirklich? Wie war das? Er hat versucht, sich umzubringen? Ja, dieser Amateur hat nicht mal Publikum zusammengetrommelt. Wollte sich zu Hause den Schädel rauspusten. Sein Bodyguard hat ihm die Knarre weggenommen, wie einem Baby. Könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar, könnte es. Aber ich will's wissen. Mhm. Ach ja, Carrie King. Mhm. Erst Rogue, jetzt Carrie. Wer steht denn als nächstes auf meiner Besucherliste? Niemand. Die Liste meiner echten Freunde, die noch leben, ist nämlich zufälligerweise verdammt kurz. Und genau deshalb muss ich mit Carrie reden. Nein, ich trau dir nicht. Okay, aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen. Will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, da noch seinen Kopf zu ficken. Carrie hat immer irgendeine Scheiße durchgemacht. Trotz allem, oder genau deshalb, sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Okay. Ich würde sagen, aber das war's für heute. Na, schöner Porsche hier. Damit beenden wir auch die Folge für heute, würde ich sagen. Ich danke fürs Zugucken. Ich hoffe, dass es das nächste Mal nicht mehr so ruckelt. Weil es war sehr interessant eigentlich, die Folge. Fand ich. Und wenn das dauernd da rumruckelt, finde ich auch blöd. Naja. Ich speichere es mal hier gerade ab. Ich will speichern. Und dann würde ich sagen, ich danke fürs Zugucken. 48 Minuten reicht ja auch. Ich danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bei euer Sai. Genau. Ein neuer Speicher, jawohl. Damit eine Stunde spielt er. Aber ist doch eigentlich ganz cool, ne? Was wieder hier läuft mit uns, ey. Krass. Also es war jetzt auch wieder eine gute Situation. Echt wieder geil, fand ich. Na, endlich mal wieder was anderes. Ey, guck mal hier. Den kann ich bestimmt kaufen, ne? Sieht der denn aus? Naja. Boah, ey. 225.000. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Euer Sai, sagt bye. Tschüssi. Tschüss, Kowski.